und willkommen zum heutigen Video. Nach meinem Kleiderschrank-Tour-Haul-Video kamen ja total nette Kommentare über Ideen für künftige Videos. Und da ich unter anderem mal kurz meine DVD-Sammlung in meinem doch gar nicht mal so kleinen Regal mit meiner Sammlung gezeigt habe, kam eben auch, ob ich nicht mal so meine Lieblingsfilme zeigen würde, könnte, dürfte, müsste. Und es ist super schwierig tatsächlich, weil ich so viel habe. Und es ging dann um Vintage-Filme und da dann eben Filme, die wirklich Vintage sind. Also aus den, was weiß ich, 20er, 30er bis 50er, 60er Jahren, so um den Dreh. Und Filme, die eben in dieser Zeit spielen, aber modern sind. Also vor innerhalb der letzten, was weiß ich, 10, 20 Jahre gedreht worden sind oder so. Grundsätzlich, klar, Logo kann ich machen, aber es war echt anstrengend und schwierig. Ich kann euch nicht sagen, wie lange ich jetzt vor diesem Regal gestanden bin und habe dann mir gedacht, okay, so einfach ist das gar nicht, weil so viel da ist. Ich kann da nicht 5 Filme raussuchen, aber ich kann auch nicht in jedem Video 10, 20 Filme vorstellen. Das funktioniert nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, mache ich das anders und beginne also heute mal mit den Vintage-Filmen, meinen 5 Lieblingsfilmen. Ein Fussel. Mit den 5 Filmen, wie gesagt, die wirklich Vintage sind, also die gedreht worden sind in den, ich glaube, dass der älteste in den 30er Jahren gedreht worden ist und der, doch, ich glaube, in den 50ern der letzte, aber das sehen wir dann gleich. Und da stelle ich euch jetzt meine nach langem, hartem Kampf herausgesuchten 5 Lieblinge einmal vor. Ich muss dazu sagen, dass die Filme jetzt nicht in irgendwie einer Reihenfolge sind, weil jetzt noch Platz 1 bis 5 auszusuchen, das wäre zu viel verlangt, weil ich liebe grundsätzlich alle meine Filme. Also ich kaufe auch selten irgendwie einfach irgendwas ein. Ich habe schon so mein Schema, was ich will und suche und gucken will und so. Und das ist auch gut so, wenn ich einfach alles einkaufen würde, dann würde alles hier vollgestopft sein mit DVDs und das funktioniert nicht, dafür ist nicht genug Platz. Wir fangen also jetzt einfach mal mit einem Film an und da war es schon mal tricky, dass hier ist eine DVD-Box sozusagen, also ein hier, ist schon eine DVD-Hülle mit 3 Filmen drin und zwar ist es die Audrey Hepburn Classic Edition und davon kennt bestimmt jeder Frühstück bei Tiffany. Ich finde diesen Film super. Ich könnte mir den auch 3, 4, 5 Mal nacheinander angucken. Dann ist auch noch drin Ein süßer Fratz. Der ist auch süß, wobei mir da einfach diese Tanzeinlagen manchmal ein bisschen zu lang dauern. Ich finde, sie passen rein in den Film und es passt zu dieser ganzen Stimmung. Aber ja, das heißt, was ich euch vorstellen möchte, ist der hier in der Mitte. Und das ist der Film Sabrina. Wie gesagt, mit Audrey Hepburn, Überraschung, sonst hätte er nichts verloren in dieser DVD-Box. Und mit Humphrey Bogart. Und ich finde Humphrey Bogart total toll. Der Film ist in Schwarz-Weiß. Das ist ja irgendwie immer so eine Geschmackssache. Ich kenne ganz viele Leute, die mögen keine Schwarz-Weiß-Filme und ich verstehe nicht, warum. Ich finde, Schwarz-Weiß hat immer so eine Dramatik irgendwie. Vor allem, wenn dann eben so Sachen gemacht werden, wie mit dem Licht, einfach dieses Spiel mit dem Licht. Dass wenn jemand irgendwo durchguckt, dass dann die Augen so ganz hell... Nein! Ich pack die mal eben kurz hier hinter mich. Sonst wird das halt nichts mehr. Genau, wenn die Augen so ganz hell beleuchtet sind, wenn die irgendwo durchgucken oder so. Einfach dieses Spielen mit hell und dunkel, was man eben bei Schwarz-Weiß-Filmen rausholen kann. Super! Gut, so wahnsinnig krasse Szenen, wo man das richtig hochschaukeln kann, wie in sämtlichen Krimi-Filmen, Alfred Hitchcock-Filmen oder so, ist jetzt hier natürlich nicht der Fall. Trotzdem, der Film ist in Schwarz-Weiß. Ich finde, es hat eine ganz tolle Stimmung und Ästhetik und alles und ist einer meiner Lieblingsfilme mit Audrey Hepburn. Ich möchte gar nicht so viel vorausgreifen für die Leute, die diesen Film noch nie gesehen haben.
Es geht einfach darum, Audrey Hepburn ist ein kleines Mädchen, das verliebt ist in einen Typen und dann weggeht und ihren Liebeskummer bekämpft, in Paris sozusagen, bekämpft in Anführungszeichen, und dann zu einer eigentlich recht eigenständigen Frau wird. Und man erkennt da auch in diesem Film super diesen Modestil, den ja Audrey Hepburn auch so ein bisschen eingeleitet hat dann sozusagen. Das ist ganz interessant, dass ihre Outfits sind wirklich toll in dem Film, als sie dann wiederkommt, und dann wird einfach irgendwie alles so ein bisschen auf den Kopf gestellt innerhalb der Beziehung zu ihr, dem Typen, in den sie verliebt war, und dessen Bruder. Und ja, also mehr möchte ich auch gar nicht sagen, wie was ausgeht und wer irgendwie mit wem dann zusammenkommt oder was auch immer. Aber es ist ein echt niedlicher Film. Der Anfang ist recht dramatisch und man denkt sich so, wow, und ja, also der Film Sabrina mit Audrey Hepburn aus den 50er Jahren. Und wer hatte eigentlich Regie geführt? Oh, Billy Wilder. Ja, kein Wunder, dass der Film gut ist. Hätte man wissen müssen. Der nächste Film, den ich euch vorstelle, ist aus meiner Alfred Hitchcock-Sammlung, weil ich bin ein kleiner Alfred Hitchcock-Fan. Und das hier ist der Film Bei Anrufmord mit Grace Kelly. Wer sich so ein bisschen mal mit Alfred Hitchcock und Grace Kelly beschäftigt hat oder mal irgendwie reingelesen hat vielleicht irgendwo, der weiß, dass sie so ein bisschen wie, nennen wir es seine Muse war, kann man das so sagen? Sagen wir jetzt, er war irgendwo fasziniert von Grace Kelly auf jeden Fall. Und und Grace Kelly spielt die weibliche Hauptrolle in diesem Film. Dieser Alfred Hitchcock-Film ist nicht in Schwarz-Weiß, er ist in Farbe. Also für wen das ein Kriterium wäre, ich will keinen Schwarz-Weiß-Film mehr gucken, der kann sich den anschauen. Ich finde es ganz faszinierend, wenn man so ein bisschen aufpasst in diesem Film. Es gibt eigentlich nur einen Haupthandlungsort und sonst nur so kleine Ausschnitte von irgendwelchen anderen Orten, aber eigentlich passiert alles innerhalb einer Wohnung, was ich sehr faszinierend finde für einen Film, der auch ganz normale Filmlänge hat, also gute eineinhalb Stunden oder so, halt ganz normal, weil der Film nicht langweilig wird. Also man könnte ja meinen, wenn alles irgendwie am selben Ort spielt, dass es einen irgendwann langweilt. Aber es ist nicht so. Wie immer natürlich große Verschwörungstheorie und alles Mögliche. Es ist halt ein Alfred Hitchcock-Film, ne? Aber ich finde die Story toll, interessant. Die schauspielerischen Leistungen sind natürlich herausragend. Und ich finde es einfach halt faszinierend, so als Filmliebhaber einfach diesen Aufbau des Filmes mit dieser einen Hauptkulisse, in der alles passiert, und es irgendwie achtet man gar nicht drauf, weil man so dabei ist bei diesem ganzen Ablauf und das so mitverfolgt und gefesselt ist von dem Ganzen. Und erst wenn man sich dann zum zweiten, dritten, vierten Mal anguckt, dann fällt einem auf, dass irgendwie alles am selben Ort passiert. Und ja, das ist irgendwie, ich finde das toll. Ich finde das interessant. Also, ich würde diesen Film auf jeden Fall empfehlen, und er gehört zu meinen absoluten Lieblingen. Auch aus meiner Alfred Hitchcock-Sammlung. Der nächste Film ist der einzige, ursprünglich deutsche Film, und zwar Monty mit Romy Schneider und Horst Buchholz. Horst Buchholz ist halt so ein süßer Typ in diesem Film. Man ist dann die ganze Zeit so, oh, der ist so putzig. Und Romy Schneider ist sowieso Queen. Ich meine, die hängt hier auch irgendwo hinter mir. Wo hängt sie denn? Oder hängt sie da vorne? Moment. Ich habe doch alle meine Lieblinge hier irgendwo hängen. Ach, die seht ihr nicht, ne? Hier, dieses Foto, das ist Romy Schneider. Weil ich bin ja durchaus so Fanat in diese ganzen Schauspieler und interessanten Persönlichkeiten, dass ich ja hier und über meinem Bett, mir gegenüber hier, meine ganzen Ikonen sozusagen mir hingehängt habe. Und auch Romy Schneider hängt da mit dabei, weil ich sie großartig finde, in sämtlicher Hinsicht. Als Schauspielerin, als wie sie sich präsentiert hat, die Dinge, die sie getan und gesagt hat. Und
ihre ganze Lebensgeschichte und so. Ich bin da so ein kleiner Freak. Wie gesagt, Romy Schneider und Horst Buchholz in Monty spielt in Paris. Der Film wurde auch in den 50er Jahren gedreht, wenn ich mich recht erinnere. Ja, steht nirgendwo, aber ich bin mir dazu 90% sicher. So mancher, der diesen Film gesehen hat, fand so manche Stellen so ein bisschen weird. Ja, manche Stellen sind ein bisschen komisch. Ja, die Geschichte ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde den total toll. Ich finde, es berührt einen, auch diese Lebensgeschichten und wie der Film auch ausgeht. Man erwartet nicht, wie der Film ausgeht, weil man vor allem durch diese seltsamen Szenen, ich werde nicht sagen was, wenn ihr es wissen wollt, dann guckt euch den Film einfach an. Man belächelt das dann so ein bisschen durch diese seltsamen Szenen dazwischen drin und tut es eigentlich den ganzen Film so ein bisschen ab, so ja, ist halt so ein Liebesfilm und so. Und dann kommt halt das Ende und man erwartet das irgendwie überhaupt gar nicht und das ist halt irgendwie crazy. Also ich bin, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich bin da gesessen, war nur so, what? Ja, also ich liebe diesen Film und wer bei Vintage-Filmen immer auf das gute alte Hollywood zurückgreift, der soll mal einfach kurz einen Filmabstecher zum deutschsprachigen Film machen und sich Monty angucken. Einer der absolut größten Filme ever und das mit gutem Grund ist hier dieser Film. An dieser Stelle muss ich sagen, Schande über jeden, der Vom Winde verweht nie gesehen hat. Absolute Schande über alle. Und nach diesem Video solltet ihr irgendwie diesen Film ansehen, weil es ist eine Bildungslücke, tatsächlich diesen Film nicht gesehen zu haben. Es ist einer der großartigsten Filme aller Zeiten und das sage nicht nur ich, das ist in einer Liste festgelegt, das ist einfach so, sondern der erfolgreichste Film aller Zeiten. Preisträger von 10 Oscars, bester Film 1939, muss ich noch mehr sagen? Ja, ich muss noch mehr sagen, denn diese großartige Frau spielt die weibliche Hauptrolle in diesem Film. Und sie ist eine der schönsten Frauen der Filmgeschichte. Ist nur meine Meinung. Also Vivien Leigh ist meiner Meinung nach wirklich so eine der da Abgöttin oder sowas ähnliches. Und man hat, finde ich, als Zuschauer den ganzen Film über, der sehr lange dauert, dazu gleich noch eine kleine Geschichte, eine gewisse Hassliebe mit dieser Person, weil dieser Charakter so, ja, schwierig ist und sie das so toll macht, dieser Blick, den sie immer hat. Es gibt nicht umsonst so viele Memes von ihr als Scarlett O'Hara. Es gibt absolut nicht umsonst diese ganzen Memes, das ist absolut gerechtfertigt. Und wer natürlich auch, wen man nicht vergessen darf, ist Clara Gable. Clara Gable. Also, aha, meine Stimme. Nein, aber Clara Gable ist, finde ich, ein toller Schauspieler gewesen. Der hat eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung und ich verstehe Marilyn Monroe total, dass sie auch so ein Fan von ihm war. Also kann ich voll nachvollziehen. Und die beiden zusammen in diesem Film sind wirklich Bombe. Abgesehen davon, dass dieser Film Bombe ist. Und jetzt die lustige Geschichte. Ich habe mich immer gefragt, als ich diesen Film irgendwann mal gekauft habe. Ich habe den, das war einer meiner allerersten Vintage-Filme vor ewigen Ewigkeiten. Habe ich mich immer gefragt, woher so bestimmte Filmausschnitte sind, die ich irgendwo im Internet gefunden habe. Weil ich habe diesen Film eingelegt. Wie gesagt, das ist eine DVD. Viele kennen das ja gar nicht mehr, weil viele Leute benutzen ja nur noch ihren PC für Filme oder irgendwelche Online-Portale und das ist halt, ich habe gerne einfach das in meinem Schrank stehen und ja. Und ich habe mir so, wo kommen diese ganzen Filmsequenzen her? Und ich habe wirklich sehr lange nicht kapiert, obwohl es vorne auf der DVD-Hülle draufsteht, dass das eine Wende-DVD ist. Und dass dieser Film ja nochmal so lange dauert wie auf der einen Seite.
Und das sind insgesamt, ich weiß nicht, ob das hier irgendwo steht, aber es sind viele, viele, viele Stunden. Moment, 224 Minuten. Das sind, oh, Mathe. Ja, das sind dann knapp 4 Stunden. Knapp, nicht ganz, aber ich meine, ein Film, der alleine über 3 Stunden dauert, also die meisten sind da bei 2 Stunden schon so, ist der endlich vorbei. Aber ja, dieser Film hat es fast geschafft, 4 Stunden lang zu dauern und man nimmt es dem Film grundsätzlich nicht übel, weil, ja. Wer also mal nicht weiß, was er an einem kompletten Nachmittag tun soll, der kann diesen Film anschauen. Oder er kauft sich einfach eine Wende-DVD und guckt einfach die eine DVD-Hälfte an und dann am nächsten Tag die nächste. Und dann hat man es auch geschafft. Und das war dann auch gar nicht so anstrengend, so lange zu sitzen und diesen Film zu gucken. Aber jeder, der es noch nicht gesehen hat, sollte es tun. Guckt vom Winde verweht. Auf jeden Fall. Und zu guter Letzt dieser wunderbare Alfred Hitchcock-Film. Schon wieder Alfred Hitchcock. das ist Der Fremde im Zug und ja, irgendwie, also ich mag ja sehr viele Alfred Hitchcock-Filme sehr gerne. Ich mag auch sehr viele andere Filme sehr gerne. Aber dieser Film ist irgendwie einfach toll, weil dieser Bösewicht so fies ist. Man hat irgendwie Angst vor dem. Also, weil der einfach irgendwie Psycho ist. Haha, Psycho. Psycho ist übrigens auch ein sehr guter Film, aber den mag ich halt fast noch lieber. Es ist halt, es ist eine Schande, dass ich, ja, aber es ist halt so, Der Fremde im Zug ist für mich einfach ein ganz, ganz toller Film. Eine sehr mitreißende Geschichte und man leidet wahnsinnig mit dieser Person, mit dem Hauptcharakter. Und die Geschichte ist irgendwie einfach gaga, ja, ich kann dir nicht sagen, warum gerade dieser Film, um ehrlich zu sein, aber es ist einfach, wenn ich drüber nachdenke, war das einfach immer einer von den ersten Filmen, der mir eingefallen ist bei meinen Lieblingsfilmen. Weil diese Geschichte einfach irgendwie toll ist und auch wenn das Ende ein bisschen seltsam ist und man sich so ein bisschen denkt, ah, okay, naja, gut, finde ich einfach dieser Gedanke, diesen Gedanken ganz interessant, auf dem dieser Film aufgebaut ist, mit dieser Konversation mit diesen beiden Fremden im Zug. Der Fremde im Zug. Und was sich dann daraus entwickelt und wie, was, wann, wo, warum und ja, keine Ahnung. Es ist ein Film, in dem gemordet wird. Überraschung, es ist ja auch Alfred Hitchcock. Wenn es da keinen Toten geben würde, wäre es kein Alfred Hitchcock-Film. Wobei, es gibt in dem anderen, den ich euch gezeigt habe, glaube ich, keinen Toten. Wenn ich mich recht erinnere. Doch, gibt's. Ha, ha, ha. So, doch. Ha, ich hatte recht. Also, kein Toter in dem Alfred Hitchcock-Film, dann ist es kein Alfred Hitchcock. Ich kann nicht so viel dazu sagen, weil sonst verrate ich euch die ganze Geschichte und ich will, dass ihr diesen Film anschaut. Okay, der sieht cool aus, oder? Der sieht doch schnucklig aus. Der Typ hier, dieses Bild, das sieht doch toll aus. Nein, ich hör auf zu spiegeln. So, besser. Ist das ein Grund? Ist das ein... Doch, das ist ein Grund. Das ist ein Grund. Der Film ist gut, die Story ist gut. Und, wenn ich mich recht erinnere, spielt die Tochter von Alfred Hitchcock in diesem Film eine kleine Nebenrolle. Da, Moment, vielleicht ist das ein Grund, den Film anzuschauen. Wenn ich euch schon nichts von der Story erzählen kann, weil sonst wisst ihr alles. Naja, wie auch immer, dann guckt ihn euch einfach an und lest dazu den Wikipedia-Eintrag, während ihr ihn anguckt. Weil ich bin mir sehr sicher, dass diese Dame hier auf der Rückseite, die ihr gerade nicht richtig sehen könnt, dass das die Tochter von Alfred Hitchcock ist. Wie gesagt, coole Story, schwarz-weiß, Schwarz-Weiß-Film-Liebhaber, unbedingt gucken, Schwarz-Weiß-Film-Hasser, guckt ihn trotzdem. Und ja, und mit diesem Film, der wie gesagt einer meiner absoluten, absoluten, absoluten Lieblinge ist, einfach weil ich ihn großartig finde und gar nicht viel anderes dazu sagen kann, mit diesem Film beende ich dieses Video und ich habe 5 Filme aus meiner kompletten Vintage-Sammlung herausgepickt und Gott, bin ich gerade froh, dass ich es einfach getan habe jetzt, weil ich habe so oft einen Film wieder zurück und einen anderen raus und dann doch wieder umgetauscht und dann da wieder was und dann, nee, doch so und dass ich die jetzt zusammen hatte, aber dann war ich jetzt am Ende glücklich damit mit der Auswahl und hoffe, dass ich euch neue Filme zeigen konnte.
die ihr noch nicht gesehen habt. Und wenn ihr irgendwelche anderen Sachen habt, hättet, die ihr gerne sehen möchtet aus meinen ganzen Sammlungen oder irgendwas anderes, dann sagt mir einfach Bescheid und schreibt es in die Kommentarbox hier unterm Video. Und ansonsten freue ich mich auf euch zum nächsten Video, egal ob es um DVDs oder um irgendwas anderes geht. Seid einfach wieder mit dabei. 2 Videos pro Woche gibt es. Also sehen wir uns in ein paar Tagen, denke ich, wieder. Bis dann. Tschüss.